Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es ist Ostersonntag und zumindest laut heutiger Wettervorhersage scheint die Sonne. Also hoffe ich, dass ihr das Wetter genießt, es euch gut gehen lasst und wünsche euch einfach frohe Ostern, viel leckeres Essen und gute Getränke. Wir haben letztes Jahr, so verrückt, dass es schon wieder ein Jahr her ist, einfach zu Ostern ein paar Eier gefärbt. Das haben wir auch in einem Video begleitet, also die, die uns schon länger hier auf YouTube folgen, die werden das gesehen haben und haben aus diesen Eiern so ein paar kleine Präsente gebaut, weil wir letztes Jahr im Lockdown waren und zu dem Zeitpunkt konnte man Personal Training machen, glaube ich. Und wir haben nach Ostermontag durfte man nochmal trainieren, deswegen haben wir doch. Ach genau, man durfte nach Ostermontag wieder trainieren. Genau. Und haben, genau, als Dankeschön so kleine Präsentkörbe gemacht, mit ein paar Eiern haben wir gefärbt. Mehr war nicht im Budget letztes Jahr. Für dieses Jahr haben wir uns was überlegt. Es gibt nämlich ein paar Osterpräsente für unsere Mitglieder. Sollten im Laufe der kommenden Woche ankommen. Und zwar haben wir ein bisschen Equipment bestellt. Wir haben zum einen Trommelwirbel. Kannst du den hier so? Einen Split Squat Stand bestellt, der war wieder lieferbar und wurde in der letzten Zeit schon öfter auch einfach nachgefragt, weil es für einen Split Squat, für Bulgarian Split Squats einfach angenehmer ist, den Fuß hinten so einzuhängen, ja, als ihn einfach irgendwie auf eine Bank zu legen. Wir werden zu Bulgarian Split Squats dann einfach mal ein Tutorial machen, wo jetzt da die Vorteile und wo einfach die Unterschiede zu anderen Ausfallschritten sind. Dann haben wir Sprungboxen bestellt. Wir haben ja bis dato Blyo-Boxen aus Holz und wir haben Jerkboxen fürs Weightlifting und hatten bis dato keine klassischen Sprungboxen mit einer weicheren Oberfläche. Dementsprechend hat es das ein oder andere Schienbein in der Vergangenheit auch schon gekostet. Hey Moritz! Echt? Der Moritz hat schon mal versucht. Beim Probetraining. Okay. Inklusive Moritz Schienbein. Ja, unabhängig davon sind die natürlich immer ein bisschen sperrig, man kann die Höhen nur schwierig verstellen. Deshalb haben wir auch da reagiert. Es ist auch ein Wunsch, der schon im Grunde genommen seit über 2 Jahren da ist, dass wir da mal andere Sprungboxen besorgen. Also die sind auch bestellt, die sollten auch im Laufe der kommenden Woche eintreffen. Und ansonsten noch ein paar Kleinigkeiten. Es gibt Slides, so kleine Pads, um verschiedene exzentrische Übungen zu machen. Sehr interessant, beispielsweise für die Hamstrings. Und noch verschiedene andere Kleinigkeiten. Zusätzlich ja Dipgürtel, weil wir viele haben, die Dips und Klimmzüge mit Zusatzgewicht machen. Und dann hat ein Gürtel tatsächlich auch nicht mehr gereicht. Ja, es gibt bei uns intern eine Liste, wo wir permanent gucken, wie können wir uns noch verbessern, also sowohl an Equipment als auch an anderen Dingen, also was können wir eventuell machen, um noch besser zu werden und schauen dann, dass wir eben da unseren Fokus setzen und jetzt nicht zu Ostern irgendeine Marketingaktion machen, dann einen Haufen Geld drin buttern und neuen Mitgliedern gratis Monate schenken oder so, sondern wir wollen lieber die Mitglieder, die halt eben hier sind, wirklich unterstützen und denen das bestmögliche Gym bieten. Das ist unser Ziel. Dementsprechend sind wir auch immer bemüht, diese Sachen zu optimieren und sind in dem Zusammenhang halt auch auf euer Feedback angewiesen. Es wird jetzt in der kommenden Woche auf Instagram, also die Zuschauer, die uns dann nicht auf Instagram folgen, sollten das jetzt unbedingt nachholen, wird es verschiedene Umfragen geben, eben zum Equipment beispielsweise und zu anderen Themen, wo ihr uns euer Feedback geben könnt. Und wir lesen das wirklich alles, wir schauen uns das an und wenn es umsetzbar ist, setzen wir alles um. Dementsprechend freuen wir uns immer, aber insbesondere in der nächsten Woche, da auf euer Feedback und sind sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Das geht natürlich für die Mitglieder unter euch, dass sie da kurz sagen können, was wir vielleicht noch brauchen oder besser machen können. Das gilt aber auch für die Nichtmitglieder, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen. Da wissen wir ja in der Zwischenzeit, dass das auch ein paar sind, was ihr euch vielleicht wünschen würdet, wenn wir in der Nähe wärt, was euch vielleicht auch fehlt. Und auch für die Nichtmitglieder, die hier in der Nähe wohnen, dass auch die uns gerne einfach mal ein Feedback geben, was ihnen vielleicht noch fehlen würde, damit sie einfach Mitglied werden im geilsten Gym. So. Eine Sache braucht ihr nicht reinschreiben, steht schon auf der Liste, ist eine zusätzliche Hexbar. Wir wissen, dass die zwei häufig knapp sind und dass wir eine brauchen mit einer längeren Aufnahme. Ist auch etwas schwierig mit den Lieferzeiten, aber das steht schon jetzt dann wahrscheinlich ganz oben auf unserer Liste.
auch schon seit längerer Zeit, also das braucht ihr uns nicht schreiben. Aber ich bin sehr gespannt, was da ansonsten reinkommen wird. In diesem Sinne will ich euch nicht länger abhalten. Esst gut, trinkt gut, genießt die Sonne, frohe Ostern und bis nächste Woche Montag. Und halt Daumen hoch und abonnieren und so. Standard. Montag komme ich, ne? Dienstag.